Ich glaube, es war einfach jetzt am Ende des Tages eine Geschichte, der wir zugestimmt haben, weil es eben ein großer Wunsch von Mario war, diesen Schritt zu machen. Er hat ja auch gestern gesagt, es ist ja kein Schritt, er geht jetzt vom seiner Meinung nach weltbesten Club eben vielleicht eine Stufe nach unten, aber es ist ein Schritt, den er für notwendig erachtet hat, um ganz einfach eben kontinuierlich zu spielen. Sein wichtigstes Wort in allen Gesprächen, das wir immer hatten, war, er möchte kontinuierlich spielen und wenn es geht, bitte jedes Spiel. Und deshalb haben wir da auch ein Stück Verständnis für gezeigt. Mario hat seine Wahl, nach Italien zu gehen, sehr genau überlegt. Es gab einige Mannschaften, die an Mario Gomez interessiert waren, nicht nur in Italien, sondern auch zum Beispiel in England. Er hat aber relativ frühzeitig sich eigentlich schon auf Florenz festgelegt, weil ihm die Stadt gefällt, weil ihm der Club gefallen hat und weil er dort eben auch Voraussetzungen gesehen hat, dass er in der Zukunft dort erfolgreich Fußball spielen kann. Also erstmal muss ich eins sagen, es war kein Verlust, sondern ein Gewinn, weil der Vertrag, den Mario Gomez unterschrieben hat, ist ja nach 4 Jahren eben ausgelaufen. Dementsprechend haben wir mit dem Transfererlös jetzt einen sogenannten AO-Ertrag gemacht, also einen Gewinn, bilanziellen Gewinn. Das nur mal zur finanziellen Situation. Mario ist ein guter Spieler gewesen, das habe ich gesagt. Er hat viele Tore geschossen, aber wir sind überzeugt, dass wir eben auch ohne Mario Gomez in der Offensive sehr gut aufgestellt sind. Wir haben Mario Mandzukic, wir haben Claudio Pizarro, wir haben andere Spieler, die Pep durchaus dort vorne sich auch vorstellen kann und dementsprechend haben wir da keinen Grund, dass wir dementsprechend irgendwie da Sorgen haben müssen.